Okay, weiter geht's in The Legend of Zelda The Windbreaker im Zephyr-Tempel, den letzten normalen Dungeon des Spiels. Unser Ziel ist jetzt hier quasi, Makoros zu verhelfen, zum Altar oder so zu kommen, wie bei Meduli der Fall war, um damit das Masterschwert seine alte Stärke wiedererhalten zu können. Oder zu erlangen oder wiederherzustellen, jetzt halt. Oh Mann, Hänger. Aber okay, machen wir jetzt mal die hier alle schön kalt, wie es gerade eben gemacht. Und jetzt beginnt eine kleine, wie soll ich sagen, nervige Prozedur, wenn man das so ausdrücken kann, weil jetzt ist es nämlich daran, dass wir diese fetten Felsbrocken dorthin schieben, um ein Trampolin zu erschaffen. Und wofür das Ganze ist nämlich so, wir müssen nämlich alle aktivieren. Alle. Weil, wenn wir nämlich alle aktiviert haben, erscheint nämlich eine geheime Truhe, die man so leicht übersehen kann. Die kann man richtig, richtig leicht übersehen. Also das ist jetzt kein Scherz oder so. Und habe ich überhaupt das richtige Loch gerade im Visier? Ja, habe ich. Okay. Ich habe gerade gedacht, ich fliege dann voll gegen die Wand oder so. Aber nein. Hat schon alles seine Richtigkeit. Also hoch da. Ich muss sagen, als Kind habe ich die so oft übersehen. Also, boah, wann habe ich die überhaupt mal gefunden? Ich glaube, erst nach Jahren habe ich die dann endlich mal entdeckt, dass da eine Truhe versteckt ist, wenn du hier alle Bodendinger kaputt schlägst. Und natürlich machen wir euch allesamt kalt und ey, komm raus, ey. Ey, so nicht. Bam. Und hopp, du raus, du wirst betäubt. So, ciao. Ganz einfach. Weil wer meint sich hier zu verstecken, kriegt das Maul. Wer meint sich abzuhauen, kriegt das Maul. Und wer meint, mich zu überzeugen, ihn nicht aufs Maul zu schlagen, kriegt das Maul. Ganz einfach. So laufen hier die Regeln bei Windbreaker. Und nein, nicht die Hände. Ah. Oh mein Gott. Diese soziale Hände. Okay. Ganz schnell. Feuer fallen. Bam. Ja, perfekt. Aber es sind soziale Hände. Oh mein Gott. Das sind ja richtige geile Griffe. Oh mein Gott. Die nächsten Passen, die dir keinen Herzinfarkt. Oh mein Gott, ich liebe diese Griffe, Mann. Also die können mit mir Sachen anstellen, das wollt ihr gar nicht wissen. Oh Gott, warte. Ihr habt gerade erst angefangen, da geht es schon komplett in die falsche Richtung. Ich weiß, ich merke das jetzt schon. Also, ich glaube, jetzt schon ist der Part nicht mehr ganz jugendfrei geworden, nach nicht mal 3 Minuten. Aufnahme. Ist das jetzt eigentlich ein neuer Rekord oder nicht? Aber da erscheint wenigstens die Truhe, die ich haben möchte. Aber kann man das jetzt als neuer Rekord betiteln? Ich glaube nicht, ne? Und, ey. Alles klar. Okay, machen wir. 1 und 2 und 3 und 4 und auf. 5 und tschüss. Meine Güte, rammelt er mich einfach von hinten an. So der Scheiß. Aber, da hat sogar das. Und 3 Schleimgelees. Oha. Die nehme ich schön alle mit roten. Haben wir nämlich nicht mal so viele. Aber die müssen wir langsam auch mal einlösen. Wie viele haben wir eigentlich von denen? 29. Und 6 von den blauen. Von den blauen fehlen uns noch 4. Bis wir das einlösen können. Weil wir brauchen 10 Schleimgelees, um ein Ding einlösen zu können. Und warte. Nein. Obwohl, ich habe eine Idee, Leute. So, lass uns hochschießen. Und Dekoblatt. Und jetzt hoch. Rüber. Nein! Ja! Das hat funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Es hat es aber. Und jetzt haben wir die Schatzkarte. Oh mein Gott. Als ob das funktioniert hat. What the fuck? Wir waren einfach in den Stacheln drin, haben die Invisible Frames ausgenutzt und sind dann da durchgeschlüpft. Wie geil. Das ist richtig geil gemacht. Aber okay, jetzt sind auch die Stacheln weg, weil wir jetzt den Schlüssel haben. Und jetzt können wir in das andere Tor, was gegenüber von diesem Raum liegt, nämlich gleich da vorne. Aber als ob das funktioniert hat. Also das war jetzt echt geil. Das war jetzt wirklich cool. Aber okay, weiter geht's. Zeit, den Zwischenboss einen aufs Maul zu hauen. Und ich sage euch gleich jetzt schon mal von vornherein, diesen Zwischenboss müsst ihr fotografieren, wenn ihr die Fotoquest macht, weil sonst kommt ihr nicht mehr an den Boss ran. Der taucht nur einmal auf im gesamten Spiel. Also merkt euch, dieser Typ da muss fotografiert werden. Ich mache es jetzt nicht, aus Gründen, weil ich die in der Challenge-Galerie mir wahrscheinlich achieven werde, weil das einfach echt
nicht einfach ist, das so in der gängigen Version das so zu erreichen. Wenn ich dann das in der Review-Version irgendwann re-let's playen werde, oder wenn ich es überhaupt soweit mache, weiß ich ja noch nicht. Und, da ist erstmal die Fledermäuse weg und, nimm das gerade. Ah! Böse. Aber wo ist denn der andere? Ja, da. So, Feuerfeind. Und der lebt immer noch. Yo, der hat mehr aus als seine Kameraden. Und machen wir einfach den mal platt. So, du beschwörst keine. Gar nichts mehr gerade. Und, nein. Böse. Yes. Sein Kamerad ist schon mal down. Das ist schon mal wichtig. Und, oh Gott. Ah! Und, nein. Was? Als ob ich mich erwischt habe. Alter, wo ist der hin? Wo bist du, du gottverdammter Scheißer? Feuerfall. Nice. Und, stimmt ja, das bietet sich ja an. Wir können ja mal den Hayden-Talisman anlegen. Damit können wir ja die Leben sehen des vom Gegner. Und auch vom Zwischenboss. Aber wie viele hast du noch? Wo bist du denn? Da oben ist er. Und jetzt sehen wir seine Lebensanzeige. Bam! Down! Der hält nicht viel aus. Und, das macht Schaden? Ich hab gar nicht gewusst, dass wenn man die Rüstung angreift, dass es Schaden macht. Wusste ich gar nicht. Aber okay. Dann machen wir mal One-on-One. Bam! Und jetzt sterben! Das hast du keine Chance mehr, mein Freund. Bam, bam, squah! Down. Perfekt. Und? Ich liebe es, wenn ich mich noch draufstellen kann, wenn die Kiste kommt. Dann stehen wir einfach auf der fucking Kiste. Ich bin's lustig. Vielleicht bin ich auch einfach nur geistig bescheuert, aber ich mag das. Ich mag das wirklich sehr. Aber okay. Machen wir das auch mal kaputt. Bam. Nimm das schön alles mit. Auch das Ritterwappen. Und dann öffnen wir mal die Kiste. Und darin verbirgt sich einer meiner Lieblings-Items des gesamten Zelda-Franchise. Nämlich der Enterhaken. Und das sieht im Hinblick auch so gut aus. Du hast den Enterhaken gefunden. Du kannst ihn sich festhaken lassen und dich dann an etwas heranziehen oder dich an ihm herunterlassen. Halte den Knopf, an den du ihn gelegt hast, gedrückt und ziele. Lässt du ihn los, feuerst du den Haken ab. Und den werden wir jetzt essentiell in die gesamten Dungeon benötigen. Dauerhaft. Aber ich kann es euch mal zeigen. Wir ziehen drauf und lassen los. Mann. Und aktivieren den Schalter. Squah! Boom, Bitch. Aber okay, hier ist jetzt nichts weiteres, ne? Das sieht nicht so aus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Würde ich es mal so vorschlagen, ne? Okay. Ich glaube, jetzt können wir auch mal Chorus befreien mit durch den Enterhaken, weil dadurch, dass wir uns jetzt an Dinge heranziehen kann, können wir, glaube ich, auch Dinge runterstoßen. Allerdings ist das die Gewichtssache halt noch nicht geklärt, weil das Ding ist halt scheiße schwer. Wenn wir uns dagegen stemmen und... Link, was tust du? Ich wollte das machen. Gib doch. Alter, what the fuck? Aber okay, das sieht man auch schon. Das Ding ist ein besserer Boomerang gegen die Viecher. Der Boomerang schneidet ja erst das Ding ab, also in ihren Propeller da. Und dann können wir ihn mit dem Boomerang umbringen. Das ziehen halt gleich an dich heran, die Gegner. Und damit, oder du kannst dich auch an die Gegner heranziehen, je nachdem, welche Größe sie haben. Und dann kannst du sie attackieren, sofort mit dem Schwert. Also, damit sind viele taktische Möglichkeiten möglich mit den Enterhaken. Das ist ziemlich geil. Und die würde ich natürlich alle auch euch gerne zeigen, wie ich damit quasi agiere. Okay, dann müssen wir es da hoch, aber der gefällt mir nicht so, dass der da rumlungert. Also komm mal her, du, und tschüss. Lümmel. Alles klar, dann ziehen wir uns mal da durch. Jupp. Nice. Und jetzt da drüber. Mit Dekoblatt, weil wir sonst dort nicht rüberkommen. Und ich sehe schon, wir brauchen die Eisenstiefel. Nehme ich gerne mit. Und stuff. Und ist hier irgendwas drin? Pfeile, okay. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Magie? Ja, Magie ist wichtig. Also Magie ist in denen da schon echt essentiell wichtig. Allein durch Sekoblatt, wie oft wir es brauchen werden. Aber so habe ich auch gerne immer volle Magie. Und das hier ist der Kompass. Du hast den Kompass gefunden. Jetzt weißt du, wo sich alle Schätze in diesem Labyrinth befinden. Und da schauen wir auch gleich mal nach, wo wir es bis jetzt hier drüber vergessen haben oder nicht. Also, da haben wir alles bis jetzt. Da haben wir zwei Sachen nicht. Und bei Makoros da oben ist eine. Und dort hinten, wo wir noch nicht waren, ist eine. Und dort drüben. Also, ein Stück noch weiter oben. Okay, okay. Da würde ich mal sagen, haben wir ein Ziel. Also, hochschießen. Bam. Und weiter geht's nach oben. Weil das ist jetzt echt hier so quasi hochangeln, weil das ist halt einfach so. Dagegen kann man nichts machen. Das ist halt so ein fettes Loch, wo Link da erschaffen hat. Aber, naja.
Linky Boy hat was erschaffen und da müssen wir es halt wieder ausbügeln. Wie so vieles. Naja, daraus besteht eigentlich ganz Zelda. Irgendjemand verbockt was und dann muss Link es wieder ausbügeln. Daraus besteht halt wirklich ganz Zelda. Und scheiße. Komm ich eigentlich gleich daran angeln. Egal. Machen wir so. Und. Komm her. Bam. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, was ich da gerade geschrieben habe, aber ich habe es trotzdem geschafft. Bitte, Freund, mein Link. Ja. Die Schneide durch den ersten Ausgang beschwert sich furchtbar schwer aus. Ich weiß. Also halt die Klappe. Nein. Nein. Oh. Makoros, halt doch bitte die Klappe. Okay, dankeschön. Weil ich wollte auch gerade die Lösung zeigen, wie es geht. Es geht nämlich so. Ihr stellt euch hier wirklich an den Rand, also nicht zu nah dran. Zieht die Eisenstiefel an und zieht das Ding jetzt runter. Weil es seid ihr schwer genug, das Ding umzuschmeißen, aber... Ich wollte doch genau das verhindern. Warum das jedes Mal? Ich schneide euch den Weg, bis ich oben bin wieder. Ich hasse es. Bis gleich. Okay, bin oben. Ich bin sogar nochmal runtergefallen, weil ich so dumm war, auf der Plattform gesprungen bin. Und dieses Glücksamulett war es definitiv nicht wert. Ich bin euch alle oben. Aber okay, wir müssen es akzeptieren und gehen einfach weiter, okay? Wir tun es alles so, einfach alles so, als wäre das nie passiert, okay? Okay, gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt eigentlich vor, den Raum dort hinten zurückzugehen, wo wir davor waren. Und es ist, glaube ich, nämlich sogar der, ne? Ja, es sieht mir sehr stark nach dem aus. Okay, dann würde ich sagen, tun wir mal Kurs mal rüberwerfen. Ich hoffe, der schafft's rüber. Bitte sag ja. Oh Gott. Hat nur... Er ist drüben gelandet. Wer ist runtergefallen? Wer ist runtergefallen? Ich hätte den Call ausgekriegt. Und komm schon, geh auf. Jetzt ab. Yes. Geht doch. Juhu. So, alle. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal kurz hoch, gehen zurück, machen diese eine Wand kaputt und schauen, was sich dort hinter verbirgt. Und ich hoffe, das war der richtige Weg. Aber es müsste es eigentlich sein, weil die Einstatuen sind ja da hinten. Und das hier liegt ja genau gegenüber. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es falsch ist. Da. Ich dachte gerade schon, wo habe ich verdammte Scheiße Makoros abgestellt. Aber da ist er ja. Nehmen wir mit. Boop. Und. Ich sage jetzt gefickt. Ich bin falsch. Nein. Makoros. Komm zurück, du Haufen Scheiße. Jetzt komm. Makoros, komm her. Komm jetzt einfach her und raus da. Geht doch. Oh Gott. Und ist das jetzt ernsthaft da drüben? Ja. Alles klar. Werfen dich einfach mal runter. Übernehm die Kontrolle. Und ich hoffe, dass du es elendig verreckst. Nein, Spaß. Nein. Alles ist gut, Markus. Alles ist gut, okay? Ich kann dich einigermaßen gut leiden. Es gibt so viel jemanden, den ich kenne, der dich überhaupt nicht leiden kann. Aber das hat es ja nicht zur Sache. Ich finde dich eigentlich ganz cool. Also machen wir mal Samen Numero Uno. Weil das konnten wir hier unten machen. Und machen wir noch Samen Numero. Was heißt 2 auf Spanisch? Ich habe keinen Plan. Ich hatte nicht Spanisch. Okay, jetzt haben wir diesen Aufwind erzeugt, mit dem wir jetzt nach oben fliegen können. Hat das Ding gerade noch meinen Arsch gegriffen? What the fuck? Aber okay, Makoros, irgendwie. Ja, okay, gut, schön rüber manövrieren, irgendwie. Gut. Geschafft. Alles klar. Dann würde ich sagen, manövriere ich mich mal. Makoros? Kann ich nicht. Ich kann echt nicht fliegen, während das Ding da ist. Ach du Scheiße. Makoros ist einfach viel zu einfach. Oder zu leicht, besser gesagt, nicht zu einfach. Und. Hoch. Das Ding macht mich kalt. Akoras! Gut. Hier oben bist du sicher. Bis Link drüben ist. Alles klar. Und. Und oh nein. Ich schaffe ihn nicht rechtzeitig. Ich schaff's nicht. No! Und. Luftgegner.
Hopp, Aufwind. Aufwind, yes. So, und jetzt immer wieder fallen lassen und das sind wir drüben. Markus. Nein, au. Come on. Ich wollte jetzt... Oh Gott, der Gegner her. Ist der mir gerade ernsthaft die ganze Zeit gefolgt? Was soll der Scheiß? Komm her, du. Bram. Und dann machen wir einmal nur einmal burp und einmal burp und was? Hey, hey, du hoffentlich Scheiße, komm zurück und what? Oh Mann, das ist gerade hier ein reinstes Chaos. Hopp, rein damit. Was? Ach, come on. War das hier kein Akt? Alter, komm her. Geht doch. Yes. Ja. Geht doch. Meine Güte. Bam. So, tschak, tschak, tschak. Meins, meins. Und Markus kommt da als Gottverdammt nochmal runter oder ich schlag dir die Eier raus. Ja, zu Medoli kann man das nicht sagen. Medoli ist ein Mädchen, aber das ist ein schöner, feiner Kerl. Da kann man sowas gerne unruhig ab und zu mal rauslassen, stimmt's? Hab ich nicht recht, Markus? Okay. Genug dem Psychopathen raushängen lassen. Gehen wir dorthin zurück. Und das ist richtig, oder? Ja, okay. Alles klar. Und ja, ein Down und zwei Down und tschüss, Mann. Bis dann und ciao und runter da. Boop. Jetzt brauche ich ganz schnell das Sägeblatt und die Eisenstiefel, weil ich habe keinen Bock von diesen Dingen erwischt zu werden. Also, bam. Weichen zurück. Lassen ihn erstmal seine Runde drehen, weil ich will kein Risiko eingehen. Der Kerl macht mir definitiv Angst. Geh weg. Geh weg. Geht's weg. Nein, komm nicht näher. Ich habe gesagt, geh weg. Ja. Uah! Oh mein Gott! Schreck des Lebens! Ach du Scheiße! Mein Herz! Mein Herz! Oh mein Gott! Oh mein, Jesus Christ. Und, aua, ey, was soll der Scheiß? Der arme Markus. Und, Alter, jetzt kann ich den nicht verletzen, weil ich das Sägeblatt nicht getroffen habe. Jetzt komm her, bam, eins, bam, zwei, tschüss, tschüss. Bam, geht doch. Dann machen wir jetzt mal das. Bam, bam. So, machen wir das Liedchen hier, nachdem ich den Herzinfarkt meines Lebens hatte. Und das, glaube ich, auch erstmal für längere Zeit. Und weiter geht's. Ganz entspannt, lassen wir uns einfach jetzt von der Musik davon treiben. Du, so, als hätte ich nie ein Herz verkratzt was gehabt. Na, 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 na. Ich hab doch gesagt, ich hab Schiss vor diesen Händen. Und das wird, glaub mir, Leute, das wird nicht das letzte Mal sein, wo ich vor diesen Händen einfach nur losschreien werde. Das wird nicht das letzte Mal sein, das kann ich euch definitiv versprechen. Und, eine goldene Feder. Warum nicht? Wir haben zwar schon alle abgegeben, aber warum nicht? Und. Really? Drei! 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 Ach du Scheiße. Na gut, ne? Also, was jetzt Wächter bezeichnet, dann meint sie, glaube ich, auch Wächter oder so. Ich weiß nicht warum, aber. Autsch, Bauchi und. Und. So, nächster. So, sind alle Rüstungen ab und. Wow! Boah! Geht weg! Geht weg! Und. Alter, ich erwisch keinen. Ich erwisch gar keinen. Und ich kann den einen ja den Helm nicht mehr abschlagen. Ich hab mich fast erwischt. What the God. Bam. Komm schon. Ja. Schön penetrieren. Ja, machen wir. Au. Da kam er mit dem Karate und. Hä? Was? Hat er gesagt. Er hat seinen Kumpanen umgebracht. What the fuck? Wie cool. Und aua. Lass dein Karate weg. Und du gottverdammte Kuhhelmvieh, weg mit dir. Geschafft. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Und das hier ist etwas, was wir brauchen. Nämlich, man sieht es schon an der Truhe, der Boss-Key. Und den nehme ich liebend gerne mit den großen Schlüssel. Und damit würde ich auch sagen, beende ich den Part des Schreins. Also in der ersten Line-Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Und abonnieren zu verpassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Wind Waker. Wenn wir weitergehen in den Dungeon, weil wir haben noch ein bisschen was vor. Also, bis dann und ciao.